Bitte einmal recht freundlich, denn heute geht es ums Bewerbungsfoto. Ich möchte Ihnen sagen, welches die 10 Erfolgskiller sind, die dafür sorgen, dass Ihr Bewerbungsbild die ganze Bewerbung nach unten reißt. Und ich sage Ihnen auch, wie Sie es besser machen. Mein Name ist Martin Wehrle. Sie kennen mich als Deutschlands bekanntesten Karrierecoach und auch als Karrierebuchautor. Gleich geht's los. Ja, hier bin ich wieder und jetzt sage ich Ihnen erst einmal eines vorweg zum Bewerbungsfoto. Fügen Sie es unbedingt Ihrer Bewerbung an, denn mit diesem Bild können Sie Sympathie gewinnen, da können Sie Persönlichkeit zeigen und auch wenn Sie das gesetzlich nicht mehr müssten, nutzen Sie diese Chance. Jetzt komme ich auf die 10 großen Erfolgskiller. Erfolgskiller Nummer 1, das habe ich selbst als Personalverantwortlicher oft erlebt. Mir tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber gegenüber und ich denke, hoppla, hat jetzt derjenige, der sich hier beworben hat, vielleicht seinen Vater oder seine Mutter geschickt, weil die Bewerbungsbilder alt waren. Achten Sie darauf, dass Ihre Bewerbungsbilder aktuell sind, dass Ihre Frisur, dass Ihre äußere Anmutung, dass die Zahl Ihrer Falten im Gesicht noch etwa identisch ist mit dem, was man auf diesem Bild vorfindet. Ansonsten verwirren Sie die Personaler und wer sich mit Bildern schönt, mit Bildern, auf denen er jünger ist, der schönt womöglich auch seine Unterlagen, denkt sich der Personalverantwortliche. Ich komme auf den zweiten Killer zu sprechen und zwar einen Gesichtsausdruck, der nicht zum Foto passt. So lache ich so schön. Dieses Lächeln ist vielleicht im Service angemessen, wo man mit Kunden zu tun hat, wo man Freundlichkeit ausstrahlen soll. Aber wenn ich jetzt mich als Sanierer bei einem Konzern bewerbe und ich grinse in die Kamera, als könnte ich kein Wässerchen trüben, dann werden die sofort meine Bewerbung aussortieren, weil sie das Gefühl haben, hier kommt ein Typ, der nicht zur Aufgabe passt. Also schauen Sie, dass Ihr Gesichtsausdruck zur Aufgabe passt. Wenn Freundlichkeit gefragt ist, schauen Sie freundlich. Wenn Härte und Durchsetzungsfähigkeit gefragt ist, durchaus auch mal ohne ein Lächeln freundlich und ernst in die Kamera schauen. Ich komme auf den dritten Punkt zu sprechen. Das ist die Kleidung. Sie sind ja nicht auf dem Foto nur als Person, sondern als gekleidete Person, hoffe ich wenigstens. Und die Kleidung, die sagt natürlich etwas aus über Sie. Tragen Sie Kleidung, die etwas feiner ist als im Alltag. Wenn Sie sich in einem Job bewerben, wo man üblicherweise oder gelegentlich mal Anzug trägt, dann ziehen Sie bitte ein Jackett an. Wenn das nicht der Fall ist im Handwerk oder in ähnlichen Bereichen, dann reicht ein Hemd oder eine Bluse zum Beispiel. Vierter Punkt, vierter Killer, der bedrohlich sein kann, das ist die Frisur. Achten Sie auf Ihre Frisur. Die Frisur sollte zur Position passen. Wenn Sie also als Frau sich im Management bewerben, empfehle ich Ihnen dringend, tragen Sie Ihre Haare nicht offen, weil das gleich etwas weicher wirkt, etwas sanfter wirkt, etwas weniger durchsetzungsfähig, als wenn Sie einen Zopf tragen. Und wenn Sie Mann sind, achten Sie darauf, dass Ihr Haarschnitt nicht besonders auffällt. Ein Irokesenschnitt zum Beispiel, der wäre, wenn Sie sich bei einer Bank bewerben, das absolute Killerkriterium. Ich komme auf den vierten Punkt zu sprechen. Der betrifft jetzt besonders Frauen. Ich kenne viele Frauen, die haben sich fotografieren lassen für ihre Bewerbung mit einer Kette, mit einem richtig großen Anhänger dran. Oder es ist noch ein Finger zu sehen mit einem richtig dicken Ring dran. Das mag ja schön aussehen, je nach Geschmack. Aber bei dem Foto geht es nicht um Schmuck, da geht es nicht um Mode, da geht es um Sie persönlich. Schminken Sie sich nicht so dick und tragen Sie keinen Schmuck, der von Ihnen ablenkt. Eher diskret ist hier das richtige Motto. Sechster Killer, der Ihnen in den Weg geraten kann, das ist ein falsches Fotoformat. Also wenn Sie ein Fotoformat wählen, das zu groß ist, dann wirken Sie eitel. Wenn Sie ein Fotoformat wählen, das zu klein ist, dann könnte der Verdacht aufkommen, Sie haben kein Selbstbewusstsein. Ganz gut fahren Sie mit dem Format 6 zu 4, also 6 cm hoch, 4 cm breit. Nur beim Deckblatt könnte es etwas größer sein. Ansonsten sollten Sie das als Obergrenze bitte beachten. Ich komme auf den siebten Punkt zu sprechen. Viele Menschen halten es für schick, Schwarz-Weiß-Bilder zu nutzen. Schwarz-Weiß, das hat sowas Klassisches, sowas aus der älteren Zeit. Aber da haben wir es also schon. Schauen Sie denn noch Schwarz-Weiß-Fernsehen? Eher nicht. Farbfernsehen, okay. Wenn Sie Schwarz-Weiß-Bilder verwenden, besteht die Gefahr, dass Sie als altmodisch gelten könnten. Es sei denn, Sie bewerben sich im künstlerischen Bereich. Da ist das sehr schick, da ist das sehr schön. Aber bei einer klassischen Bewerbung, beispielsweise in einem Handwerksbetrieb oder in einem einfachen Bürobetrieb, da kommt die Frage auf, warum kein Farbfoto? Ich komme auf den achten Punkt, den achten Killer, der Ihr Bewerbungsfoto ins Straucheln bringen kann, und zwar ein zu freizügiges Bild.
Wenn also noch ein Dekolleté zu sehen ist zum Beispiel, wenn Ihr Arm zu sehen ist zum Beispiel, dann sollte man nicht allzu viel Haut sehen und schon gar nichts anderes, denn das alles lenkt ab vom Eigentlichen, das alles lenkt ab von Ihrer Persönlichkeit, von Ihrem Bild. Achten Sie darauf, dass nicht so viel Haut im Bild ist. Neunter Punkt. Manchmal sehe ich Bewerbungsbilder, das sind Ganzkörperfotos, da hat jemand so einen Schnappschuss von sich machen lassen, wie er irgendwo in der Landschaft steht. Das ist vollständig amateurhaft. Ein echtes Bewerbungsbild, das konzentriert sich auf den Kopf bis zur Schulter und das hat nichts mit einem Ganzkörperbild zu tun. Das wirkt einfach nur dilettantisch. Und das war jetzt mein Stichwort und jetzt werden viele von Ihnen fragen, kann ich denn so ein Bild vielleicht, um Kosten zu sparen, selber machen? Ich sage Ihnen, Sie sparen dann am völlig falschen Ende. Lassen Sie unbedingt einen Profifotografen ran und zwar nicht irgendeinen, sondern einen, den Sie vorher fragen, ob er schon Bewerber fotografiert hat, ob er Ihnen mal ein paar Bilder zeigen kann. Wenn jemand wirklich sein Handwerk versteht, dann sollten Sie ihm diese Bewerbungsbilder machen lassen. Lassen Sie es unbedingt bleiben, das selbst zu versuchen. Das geht fast immer nur nach hinten los. Und apropos nach hinten losgehen, wenn Sie wollen, dass Ihre Bewerbung nach vorne losgeht, dass sie durchstartet, ich habe einen Videokurs gemacht, der ist fast 5 Stunden lang. Da sind Übungen drin zum Bewerben, zum Vorstellungsgespräch und zur Jobsuche. Sie bekommen eine perfekte Anleitung, wie Sie eine Top-Bewerbung auf den Weg bringen, wie Sie andere Bewerber hinter sich abhängen und wie Sie letztlich Ihren Traumjob schnappen. Schauen Sie sich diesen Videokurs unbedingt mal an. Wir blenden gleich einen Link ein und ich wünsche Ihnen jetzt, dass Sie sich gut ins Bild rücken und wenn ich sage, bitte lächeln, dann macht es Klick und hoffentlich wird Ihr Bewerbungsbild den Erfolg Ihrer Bewerbung herbeiführen. Falls Ihnen dieses Video gefällt, Daumen nach oben, abonnieren Sie den Kanal. Ich möchte Sie hier gerne wiedersehen und schreiben Sie auch gerne Kommentare. Ihr Martin Wehrle.